Einen schönen guten Tag. In diesem Video werde ich zeigen, wie man noch im Jahr 2019 von Windows 7 oder Windows 8 ein kostenloses Upgrade auf Windows 10 auf ganz legale Weise erlangen kann. Gerade für Windows 7 Nutzer ist es dringlichst empfohlen, so bald wie möglich ein Upgrade zu machen, denn der Support für Windows 7 endet am 14. Januar 2020. So können Sie noch einen kostenlosen Windows 10 Upgrade auf ganz legale Weise erlangen. Die ganze Prozedur dauert circa 2 Stunden, je nachdem, wie schnell Ihr Internet ist und wie schnell Ihr PC bzw. Notebook ist. Hier habe ich ein Notebook mit Windows 7. Das kann man auch in der Systemsteuerung erkennen. Windows 7 Professional mit Service Pack 1. Und ganz wichtig, Sie müssen einen aktivierten Windows 7 oder 8 haben, sonst geht das nicht. Also eine Lizenz mit Aktivierung. Ich habe das Video teilweise stark beschleunigt und auch geschnitten, damit es für den Zuschauer nicht zu langatmig wird. Das können Sie aber auch an der Zeitachse unten rechts in der Taskleiste sehen, wie viel Zeit vergangen ist, bis die Installation abgeschlossen wurde. Aber keine Sorge. Ich habe die wichtigen Punkte natürlich verlangsamt und bin nochmal darauf eingegangen, damit Sie als Zuschauer natürlich nichts verpassen und alles mitbekommen. Nachdem Sie das Media Creation Tool von Microsoft-Seite heruntergeladen haben, müssen Sie es ausführen. Den direkten Link zum Media Creation Tool von Microsoft setze ich für Sie unten in der Videobeschreibung hinein. Wenn Sie es ausführen, wird Media Creation Tool die benötigten Installationsdateien für Windows 10 automatisch herunterladen. Natürlich müssen Sie auch den Lizenzbestimmungen zustimmen, akzeptieren. Und gleich ist es besonders wichtig, darauf zu achten, jetzt Upgrade für diesen PC ausführen, auswählen. Denn wenn Sie die zweite Auswahl nehmen, Installationsmedien, USB-Speicherstick, DVD oder ISO-Datei für einen anderen PC erstellen, dann brauchen Sie eine separate Lizenz. Also Sie müssen das nochmal zukaufen. Wenn Sie kostenlos ein Upgrade auf Windows 10 machen wollen, dann bitte jetzt Upgrade für diesen PC ausführen, auswählen. Punkt 1. Nachdem Sie die richtige Auswahl getroffen haben, werden die Windows 10 Installationsdateien von der Microsoft-Seite heruntergeladen. Ich habe jetzt hier das Video gekürzt, das werden Sie auch sehen gleich. Gucken Sie auf die Zeitleiste, da sehen Sie, wie viel Zeit vergangen ist. Jetzt wird der Download überprüft, das dauert auch einige Zeit. Jetzt wird Windows vorbereitet für die Installation. Sie sollten sicherheitshalber nochmal Ihre persönlichen Daten sichern. Diese Daten werden zwar alle beibehalten, auch die ganzen Programme, die Sie installiert haben, aber sicher ist sicher. Nun müssen Sie nochmal die Lizenzbestimmungen akzeptieren und zustimmen. Es erfolgt eine erneute Überprüfung des Systems. Es ist noch erwähnenswert, darauf hinzuweisen, dass nur die Version installiert wird, die auch vorher installiert war. Also vorher war Windows 7 Professional installiert, also wird auch Windows 10 Professional installiert und so weiter. Die Installationsroutine zeigt auch nochmals an, dass die Applications und die persönlichen Dateien beibehalten werden. Nun wird Windows 10 Upgrade installiert. Da dieses auch eine längere Prozedur ist, habe ich es gekürzt. Sie erkennen es daran, immer wenn eine Ein- und Ausblendung stattfindet, dass da gekürzt wurde.
Die Installationsroutine wird während des Upgrades auf Windows 10 ohne Ihr Zutun mehrmals das System neu starten. Die Installationsroutine installiert während des Upgrades auf Windows 10 sämtliche Updates von Windows 10 automatisch mit, so dass Sie ein aktuelles Windows 10 System haben werden. Sie sollten auch die Hinweise der Installationsroutine unbedingt beachten, zum Beispiel den PC nicht eigenmächtig ausschalten. Für den Fall, dass Sie die Installation bzw. das Upgrade auf einem Notebook durchführen sollten, beachten Sie bitte unbedingt, dass das Netzteil des Notebooks einseitig am Notebook eingestöpselt und auf der anderen Seite an das Stromnetz angeschlossen ist. Denn sonst könnte es Ihnen leicht passieren, dass die Batterie während des Installationsvorganges schlapp macht und das Notebook sich ausschaltet. Bitte gedulden Sie sich und schalten den PC während des Installationsvorganges nicht manuell aus. Nun ist die Installation des Upgrades abgeschlossen und Sie werden durch eine Willkommensseite von Microsoft begrüßt. Das Flackern ist technisch bedingt und hat nichts mit der Installation zu tun. Nun können Sie noch einige Einstellungen manuell vornehmen oder auch einfach alles annehmen. Das ist Ihnen persönlich überlassen. Die weiteren Schritte erklären sich von selbst, Sprachauswahl und so weiter. Nun können Sie mit Ihrem neuen Windows wie gewohnt arbeiten. Unter Windows Systemsteuerung und Basisinformationen über den Computer können Sie nochmal sehen, dass Windows 10 installiert und auch aktiviert ist. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß mit Ihrem neuen Windows 10 und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld.